Um eine Brust wie ein Gorilla aufzubauen, brauchst du kein Gym. Zumindest nicht, wenn du diese Übung kannst. Einarmige Liegestütze sind die beste Übung, um seine Brust komplett ohne Equipment zum Wachsen zu bringen. Darüber hinaus haben sie einen extrem positiven Einfluss auf deine Koordination, Körperkontrolle und machen dich wirklich stark. Das Problem ist allerdings, sie sind sauschwer. Wenn du dir aber diese göttliche Übung nicht entgehen lassen willst, zeige ich dir heute, wie ich damals einarmige Liegestütze gelernt habe und wie du es auch schaffen wirst. Am Ende des Videos gebe ich dir auch noch mal Tipps, wie du einarmige Liegestütze in dein Training integrieren kannst und wie du sie nutzen kannst, um deinen Muskelaufbau zu maximieren. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Single Arm Push-Ups sind ein Calisthenics-Skill. Und wie bei allen Skills gilt es auch hier erstmal alle Regressionsstufen, also leichtere Variationen der Übung, zu meistern. Die niedrigste Stufe ist der reguläre Liegestütz. Wenn du den noch nicht kannst, empfehle ich dir Incline Push-Ups, also Liegestütze mit erhöhten Händen. Je höher deine Hände platziert sind, desto leichter fällt dir diese Übung. Du solltest schon viele Liegestütze meistern können, bevor du zur nächsten Stufe kommst. Also mindestens so 20-30 Stück mit sauberer Form sollten auf jeden Fall drin sein. Wenn du das kannst, widmen wir uns der zweiten Stufe. Und das sind die Archer Push-Ups. Das sind einarmige Liegestütze, bei denen du deine andere Hand zur Unterstützung nutzt. Bei der Übung gilt, je weiter deine unterstützende Hand weg ist, je gestreckter dein Ellenbogen ist, desto mehr Gewicht lastet auf dem arbeitenden Arm und desto schwerer ist die Übung. Dementsprechend solltest du erstmal mit deiner Hand sehr nah an deinem Körper starten und dann Stück für Stück deine Hand immer weiter entfernen. Achte dabei darauf, dass dein Körperschwerpunkt sich nach wie vor über der arbeitenden Hand befindet und nicht mit der anderen Hand mitwandert. Das Ziel sollte hierbei sein, dass dein unterstützender Arm komplett durchgestreckt ist und du noch minimal mithilfst und den Großteil über die arbeitende Hand machst. Wenn du auch davon mindestens 10 bis 20 Wiederholungen schaffst, wirst du wieder eine Stufe befördert, Soldat. Und dann gehen wir zur nächsten Stufe. Und zwar Hand Elevated Archer Push-Ups. Also Archer Push-Ups mit erhöhter Hand. Dabei ist der unterstützende Arm jetzt auf einer Erhöhung, was die Übung nochmal ein bisschen schwerer macht. Spätestens hier wirst du merken, wie sehr dein Core arbeitet, um die Körperspannung zu halten, weil natürlich auf einer Seite viel weniger Unterstützung herrscht als auf der anderen. Das ist auch eine der Hauptherausforderungen bei einarmigen Liegestützen, aber ich zeige dir am Ende des Videos auch nochmal Tricks, wie du diese Körperspannung wirklich gut beherrschen kannst. Um hier Progress zu machen, beziehungsweise noch näher an einarmige Liegestütze heranzukommen, nimmst du Step by Step einen Finger weg. Das heißt, am Anfang machst du die Übung mit deiner ganzen Hand auf der Unterstützung und am Ende sollte das Ziel sein, dass du nur noch einen Finger zur Unterstützung nutzt. Alternativ kannst du für diese Übung auch ein Resistance Band an eine Stange befestigen und das Ganze mit dem Band zur Unterstützung machen. Diese Übung mache ich persönlich sehr, sehr gerne, weil wir erstens mit dem Band als Unterstützung bedeutend instabiler sind und dadurch nochmal mehr Anspruch an unsere Körperspannung haben. Und man kann halt einfach weniger cheaten. Das heißt, du kannst dich nicht so gut an dem Band hochziehen, wie du dich an irgendeinem festen Gegenstand hochdrücken kannst. Wenn du auch von dieser Variation 10 Liegestütze gut meistern kannst, dann herzlichen Glückwunsch, du bist bereit für Single Arm Push-Ups. Und wie schon vorher angekündigt, wirst du hier merken, dass das für die Rumpfstabilität eine extreme Herausforderung ist. Mein Tipp, um diese Herausforderung zu meistern, ist folgender. Stelle deine Füße am Anfang erstmal breit auf, also weit voneinander entfernt. Deine Hand platzierst du eher mittig, sodass deine Hand und deine Füße ein Dreieck bilden. Dadurch hast du am Anfang erstmal einen stabileren Stand. Wie versprochen geht es jetzt nochmal darum, wie ihr einarmige Liegestütze gut in euer Training integrieren könnt, um erstens besser in einarmigen Liegestützen zu werden und zweitens einarmige Liegestütze zu nutzen, um damit gut Muskulatur aufbauen zu können. Wenn diese Übung für dich neu ist und du sie neu in deinen Plan integriert hast, dann solltest du sie relativ am Anfang deiner Trainingseinheit durchführen. Eine neue Übung ist eben noch relativ schwer für dich und deswegen macht es halt Sinn, die am Anfang zu machen, wo du noch mehr Kraft hast. Um die Hypertrophie, also den Muskelaufbau mit einarmigen Liegestützen zu optimieren, macht es Sinn, die Range of Motion, also den Bewegungsumfang, zu maximieren. Kurz gesagt, wir sollten versuchen, bei einer Liegestütze möglichst weit runter zu kommen, um den Brustmuskel maximal weit in die Dehnung zu bringen. Dafür macht es Sinn, irgendeine Art der Erhöhung zu verwenden. Ich benutze dafür gerne Parallels. In diesem Video wurden mir meine Parallels freundlicherweise von Gore Nation zur Verfügung gestellt und die haben wirklich eine krasse Qualität und sind zum Beispiel auch mega gut geeignet, um andere Skills wie einen Handstand oder so zu üben. Checkt Gore Nation mal gerne ab, die haben geile Sachen. Mit meinem Code AMO spart ihr dort immer maximal. Eine weitere Methode, um den Muskelaufbau mit einarmigen Liegestützen zu maximieren, ist folgende. Und zwar kannst du auch bei dieser Übung mit Dropsets arbeiten. Dafür machst du erst mit einer Hand so viele einarmige Liegestütze, wie du kannst. Wenn du jetzt keine einzige mehr kannst, benutzt du deine andere Hand, um dich abzustützen, machst damit die Übung also ein bisschen leichter und machst dann in dieser Variation nochmal so viele, wie du kannst. Glaub mir, das knallt richtig.
So habe ich einarmige Liegestütze gelernt. Probier das Ganze doch gerne selber mal aus. Und sag mir mal, ob ich Tipps vergessen habe, die man unbedingt noch beachten sollte. Schreib mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Auf meinem Kanal findest du regelmäßig Videos zum Thema Muskelaufbau, Ernährung, Calisthenics und so weiter und so fort. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert und du wirklich ernsthaft Gains machen willst, dann folg mir unbedingt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Desto mehr Gewicht lastet auf dem arbeitenden Arm und desto...